VGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich mache hier mal ein Bild. Das wäre mal eine Idee. Hier deine Meinung. Genau. Nee. Nicht so. Oh, hier wird jetzt zweispurig. Okay. Ja, ich habe so ein paar. Entdeck hier wieder Straßen, das ist unfassbar. Ja. Ich habe hier so ein paar kleinere Bildruckler. Komisch. Könnte an der Map liegen. Ja. Was war das denn? Oh, hier ist ein Autohof, da fahre ich mal ab. Ich würde gern tanken. Aber hier kommt er noch nicht. Da war er. Scheiße, jetzt bin ich am Autohof vorbei. Egal. Denn so wenig Sprit noch oder was? Ja, es geht. Aber wenn du gehen musst, wäre schlecht. Ich fahr ja ins Nirgendwo, das nicht mal mehr auf meiner Karte zu sehen ist und wer weiß, ob es da eine Tanke gibt. Ja, aber wundert mich, dass du da nicht. Mich auch, weil ich kann nämlich auch, also Zypern, ja, ich kann da nämlich auch hingucken. Ja, keine Ahnung. Und Nick hat auch nur die Pro-Mods drin, genauso wie du auch. Ja. Ja. Ich kann's nicht, keinen Plan. Ich weiß nicht warum. So, boah, meine Güte, bin ich froh, wenn ich wieder auf asphaltierten Straßen bin. So schön es ist, so nervig ist das mit der Hoch- und Runter-Hubelei hier. Ach, das ist ein Parkplatz hier vorne. Da, wo das bisschen Geröll auf dem Gras liegt. Gut zu wissen, wäre mir nicht aufgefallen. Die haben das nur ein bisschen geebnet. Sag mal, liegt's jetzt am Arctros oder an mir? Was denn? Na, jedes Mal, wenn ich den Gang wechsle, gehe ich anscheinend zu früh von der Kupplung. Das heißt, entweder ich bin zu schnell oder der Arctros, der braucht ewig, um die Gänge zu schalten. Sei froh, dass du nicht eine ganz alte Kiste fährst. Da musst du noch mit Zwischengas fahren. Nee, danke. Scheiße, das habe ich nicht aufgepasst. Weil das ist, denke ich, auch nur Gewöhnungssache. Ja, klar ist das Gewöhnungssache, aber... Da hat ein LKW... Umständlich. Ladung verloren. Jetzt werden die Straßen enger. Jetzt wird's... Ja. Und die Kurven gemeiner. Die machen nämlich hinten zu. Das ist doof. Aber jetzt wird's erst richtig interessant. Du warst ja auch schon mal hier oben, Gerd, oder? Ja. Wohin geht's nach rechts? Ah, das ist dann die Strecke nach Otsioki. Ja, genau. Steht auch dran. Otsioki. Das ist ja. Ins Otsioki musst du Ortskratzi. Ja. Ja. Sehr war ähnlich, jetzt. Ja. Also. Ich fahre hier mal nur 70. Ist, glaube ich, sicherer. Besser ist das. Könnt ihr jetzt vielleicht mal eine Tankstelle gleich kommen? Musst auf der Map gucken, entsprechend deine Route anpassen. Nö. Die Tankstellen haben sich gefälligst meiner Route anzupassen und nicht andersrum. Wo kommen wir denn da hin? Nach Zypern im Optimalfall. sollte. Ja. Ich höre jetzt auf, mit Retarder zu arbeiten hier. Das ist ja bei den Kurven hier ständig. Da bist du ja nur am Retarderhebel am Rumfummeln. Ah, na Hauptsache. Ach nee, komm. Ich fahre jetzt 81. Das ist doch gut, oder nicht? Ja, ich nicht. Ich schleiche gerade hinter einem LKW hinterher, den ich jetzt überhole.
wenn mich der PKW lässt. Ah, da vorne wird die Straße wieder breiter. Und vorher muss natürlich so ein fieser Bremshubbel kommen. Du musst natürlich jetzt auch noch links rüberziehen. Aber klar. Was ist denn das eigentlich da? Keine Ahnung. Hoppala, falscher Gang. So. Nee, du brauchst gar nicht zum Überholen ansetzen. Ich gebe jetzt auch Gas. Das Schöne ist, in Russland darf man 90 fahren. Macht er denn jetzt? Warum hält er denn jetzt an? Cool, jetzt war er schon mit seinem Heck auf Höhe von meiner Spitze vom Fahrerhaus. Mhm. Und dann bremst er auf einmal und ordnet sich wieder hinter mir ein. Ah ja. Eine Tankstelle. Habt ihr bestimmt Angst bekommen oder so? Ich glaube auch. Ich weiß zwar nicht ganz wovor, weil hier ist nichts los. Aber gut. Hier sind so viele Stellen, wo du ein Bild machen könntest. So viele Thumbnails kann ich gar nicht machen. Ach, ich kann es schon nur nicht verwenden. Was ich bei ja, dieser, genau. Was ich bei dieser Google-Mob-Mod... Bei dem Google-Mob? Der ist echt mies. Google-Mod richtig gut finde, ist das die, so Tankstellensymbol und so auf der Karte. Das ist echt gut zu sehen. Obwohl die da, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Ja, doch. Eigentlich nur, wenn du komplett rausgezoomt hast, halt, dass die Länder farbig markiert sind. Nein, nicht die Colored Mob, die Google Night Vision. Ach so, die Night Vision. Ja, okay, die ändert einiges, ja. Gibt hier schon so die ein oder andere Kurve, da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen LKW im Gegenverkehr, muss ich mal sagen. Warum nicht? Wäre doch interessant. Du liebst doch die Herausforderung, aber... Kurve hier vorne ist nämlich auch mies, die kenne ich noch. Kommt aber keiner, ist ganz gut. Ui. Die Stolperschwelle war aber gemein. Ja, die einen werden über die Schwelle getragen, die anderen stolpern drüber. Mhm. Was das nicht alles gibt. Was du nicht sagst. Hui. Na, da bin ich ja gleich schon. Praktisch. Altmühl! Da ist die Altmühl! Da ist die alte Mühl? Müde? Was? Altmühl, der Fluss, Altmühl. Ach so, natürlich. Jetzt, wo du es sagst. Ist das auch so ein etwas breiterer Bach oder bin ich irgendwie ungebildet? Ja, so ein bisschen. Da gab's, das habe ich irgendwann mal in der Schule gelernt in Geografie. Iller, Lech, Isar, Inn fließen rechts zur Donau hin. Altmühl, Naab und Rewe fließen ihr von links entgegen. Aha. Wenn ich Rewe kenne ich nur zum Einkaufen. wenn ich jetzt links und rechts da nicht verwechsel. Nee, Altmühl sagt mir tatsächlich nichts. Ne, ist ein Fluss, der in die Isar mündet. Ich kenne nur von der Maas bis an die Donau und vom Edge bis an den Belt. war klar. Ja. Ich habe gerade Dreieck Holland gelesen, aber das ist was anderes. Dreieck Holland. Hast du verfahren. Ja. Weil ich bin hier gerade bei München, was die Sache mit der Altmühl ganz klar erklärt, weil Isar und so. Hoch. Oh, da häng ich schon wieder am Zaun. Das ist ja mies hier. Warum ist jetzt rechts bei mir... Ach, ey. Ohne Scheiß. Warum reagiert
OBS jetzt drauf, wenn ich anscheinend irgendwie rechtsklicke, was ich nicht mal gemacht habe eigentlich. Jetzt habe ich das ganze Zeit vor, die ganze Zeit vor dem Vorschaufenster das Dingsmenü hängen. Ja, ist doch nett. Ja. Mein Gott, wer baut hier Firmen hin? ich wollte gerade sagen, andere Schranke geht doch hoffentlich auch auf. Ach, also ich finde das hier in Russland richtig schön nett. Hier ist 60. Schön Schnee. Warte mal, ich muss ihn mal gerade beheben, das nervt mich. Leicht neblig. So. Hoppala, kein Gang mehr drin. Eine schöne Rückwand von einem Bus. Hast du mal näher angeschaut? Konnte erkennen, was der Fahrer gerade am Knabbern ist, ja. Und? Nüsse. Ja. Nee. Wir sind in Russland. Borsch. Ach, Borsch. War. Könnte aber auch Suljanka gewesen sein. Oh, Suljanka. Mann. Jetzt kriegt er wieder Hunger, pass auf. Oh, für die, die nicht wissen, was eine Soljanka ist. Soljanka ist eine Fischsuppe. Aber, auch nicht mein Ding. Aber die, also wenn man sie gut macht, und Soljanka gut machen ist nicht einfach. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Aber wer eine richtig gute Soljanka macht, die schmeckt wirklich. Du kannst sie auch nicht gut machen, dann schmeckt sie mega bitter und mega fischig und so. Also da kannst du auch einfach so in rohen Fisch beißen. Aber eine richtig gute Soljanka, wer sich da auch die Zeit nimmt, weil eine gute Soljanka braucht einfach Zeit, dann schmeckt die richtig gut. Aber Borscht wäre jetzt auch mal wieder dran. Gibt viele russische Gerichte, die ganz lecker sind. Ja, hier, wie heißen sie? Pilminis, so. Ach, diese Teigtaschen. Teigtaschen mit Fleisch drin. Maultaschen, genau. Im Prinzip. Ja, genau. Ja, war schon fast richtig. Das da oben, okay. Obwohl, die sind, glaube ich, aber mehr polnisch. Ich weiß es nicht. Also, in meiner Ausbildung hatten wir auch jemanden, der aus Russland stammt. Und der, wenn der die mitgebracht hat, ey, boah. Nee, ich fahr jetzt erstmal rüber nach Otsioki. Ich mach das in kleinen Schritten hier. Wenn ihr alle schleicht. Also wenn ich bedenke, auch hier so, was Promods auf den deutschen Autobahnabschnitten und so gezaubert hat, ne? Einiges, ja. Ganz nett, ja. Das sieht einfach richtig gut aus. Ich habe jetzt hier so ein paar Autobahnabschnittswechsel und das sieht mega gut aus. Vor allen Dingen, was mir gut gefällt, ist halt, auf der Standard-SCS-Map hattest du ja immer, wenn du auf der Autobahn bist, die rechte Spur wurde dann zur Abbiegerspur. Ja, und das hast du hier nicht. Hier werden... Ja. Und wenn du es doch mal hast, hast du das wenigstens vernünftig ausgeschildert. Ja. Ja. Und hier, das ist echt schön. So hier Dreieck Lindau, also das sieht alles total gut aus. Machst du Urlaub am Bodensee oder was? Bisschen, ja. Wollte gerade sagen, er ist schon am Bodensee, wow. Sieht man den eigentlich auch mal auf der Karte? Nee, ne? Ich glaube, du fährst Scheiße, da ich muss hier lang. Irgendwie dran vorbei oder in der Nähe lang. Ja, dadurch, dass ich hinter Köln einmal die falsche Abfahrt genommen habe, fahre ich natürlich jetzt ein Stück weiter hinten rum. Ne? Ich würde hier eigentlich regulär, wäre ich hier gar nicht vorbeigekommen. Fährst du jetzt eine Alternativstrecke? Ja, ja. Oh. Hier wird's waldisch. Bist du bei Waldshut? Weiß nicht, ob der Wald hier einen Hut hat. Ein Cabrio! Okay. Ah, Villach.
Aber Villach. Ist ja ähnlich wie der Ort Willig, ne? Willig oder Willig nicht?